klar. Peter Maffay, du hast gerade eine Ausstellung eröffnet, Kirchenburg Radeln, ja. Schutzraum für Kinder. Und jetzt wirst du von den Siebenbürger Sachsen belagert. Also ist diesmal etwas anders. Also die Siebenbürger Sachsen belagern deine Ausstellung, deine Person. Wie fühlst du dich? Na, ich denke, das ist ziemlich logisch, nicht? Das ist eine Kirchenburg und dass die belagert wird, ist ziemlich normal. Aber ich habe die große Ehre gehabt, heute in diesem Kreis hier unser Projekt in Rumänien vorstellen zu dürfen. Dieses Projekt entsteht ja in Teamarbeit mit vielen Helfern und mit vielen anderen zusammen. Und ich bin halt derjenige, der das heute mal, ich sag mal, ein bisschen in den Fokus rücken durfte an diesem besonderen Tag. Und darüber bin ich sehr froh und glücklich. Du tourst ja gerade durch Deutschland mit deiner Band und mit dem VW-Orchester. Du bist am 21.06. in München zu sehen und gleich den Tag darauf in Nürnberg. Da leben auch viele Siebenbürger Sachsen. Gibt es noch Tickets für die Siebenbürger Sachsen? Also ich glaube, in München sieht das ziemlich dicht aus und in Nürnberg auch. Aber so vielleicht ein paar Restkarten könnten noch da sein. Das ist möglich. Ja. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, wir sind in München relativ dicht. Wir spielen ja da zum zweiten Mal und in Nürnberg auch zum zweiten Mal. Die Situation ist ziemlich ähnlich. Jenseits der Rockmusik, du engagierst dich ja, wie schon gesagt, für den Schutz von Kindern. Wie hat das Ganze begonnen? War das die Schirmherrschaft der Tabaluga-Stiftung? Ja, es gibt eine Einrichtung bei uns in Tutzing am Starnberger See, wo ich lebe, die sich mit traumatisierten Kindern beschäftigt. Und der Leiter dieser Stiftung, Dr. Herlin, ist derjenige gewesen, der uns auf diesen Weg gebracht hat, dem wir es zu verdanken haben, im Grunde genommen, dass wir jetzt seit 10 Jahren oder über 10 Jahre schon eine Stiftung für traumatisierte Kinder haben. Und die Peter-Maffay-Stiftung ist ja danach erst entstanden, im Jahre 2000. Die Stiftung geht hervor aus einem gemeinnützigen Verein. Und dieser gemeinnützige Verein, der machte ursprünglich am Anfang seines Bestehens mit bei allen möglichen Aktionen. Ich denke da zum Beispiel an Tschernobyl, als Tschernobyl passierte, und Hilfslieferungen nach Afghanistan etc., Dinge dieser Art. Und später haben wir dann uns überlegt und herausgefunden, dass es besser sei, man würde sich einem ganz bestimmten Thema widmen, und haben dann dieses Beispiel in Tutzing aufgegriffen und haben gesagt, okay, für traumatisierte Kinder ein Ferienhaus zu machen, damit legen wir los. Inzwischen gibt es 3. Und in Radeln entsteht also seit 1,5 Jahren das 3. Am 9. Juli wird das eröffnet und dann können die Kinder zu uns kommen. Sehr gut hat mir gefallen das Motto der Peter-Maffay-Stiftung. Sie sagen, oder Hans Krupa sagt, stark ist, wer mehr Träume hat, als die Realität zerstören kann. Genau. Kann man in Siebenbürgen, in Rumänien, Träume verwirklichen? Aber natürlich, man muss es nur wollen. Und man muss, ich glaube, die Zeichen der Zeit erkennen, das ist zumindest meine subjektive Meinung. Man muss bereit sein, Wunden der Geschichte zu heilen. Man muss bereit sein, aufeinander zuzugehen in einer, ich sagte es auch in meiner Rede, auf gleicher Augenhöhe. Man muss versuchen, echte Partnerschaften zu leben. Und man muss versuchen, die Uhr der Zeit nicht zurückzudrehen. Die Zeit bewegt sich nur nach vorne, sie bewegt sich nicht nach hinten. Wenn man diese Energie aufgreift, glaube ich, hat man sehr gute Chancen, diesen Gedanken vor allem in die Jugend zu verpflanzen und in der Jugend, in denen die viel weniger Vorurteile haben als die älteren Generationen, lebt die Kraft, die Zukunft zu gestalten. Und deswegen sehe ich eine Chance, absolut. Ihr Konzertveranstalter Peter Schwenkow, der sagte über Sie, nichts könne Sie erschrecken und Sie geben immer 110%. Konnten Sie die Siebenbürger Sachsen heute erschrecken? Ich hatte nicht vor, das zu tun. Und ich glaube nicht, dass wir uns heute hier sehen, um uns gegenseitig zu erschrecken. Also wenn, dann sind wir auf der Suche nach Gleichgesinnten. Wenn, dann wollen wir einen gemeinsamen roten Faden entdecken. Und davon gibt es einige. Wenn, dann wollen wir erneut feststellen, dass
Energien da sind in allen Teilen der Gesellschaft. Und wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, dann entsteht daraus eine große Kraft, mit der man ziemlich viel verändern kann. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck, für mich zumindest, dieses besonderen Tages hier. Und deswegen bin ich auch gerne gekommen. Ich bin jemand, der nach vorne orientiert ist. Ich gehöre zu der, auch wenn ich 62 bin, Generation, die nach dem Krieg auf die Welt gekommen ist. Und ich glaube an die Zukunft. Ich glaube an eine befreite von der Last der Vergangenheit, befreite Zukunft. Und ich glaube, die jungen Menschen heute, die sehen das sehr ähnlich. Genau, und die jungen Leute, das ist das Stichwort, die sind alle im Festzelt heute Abend. Und man hat mir gesagt, sie warten auf sie. Sie wollen, dass sie ihnen zeigen, dass sie begeisterungsfähig sind. Und wir würden uns freuen, wenn sie kurz im Festzelt vorbeischauen würden. Also da sind sehr viele Fans vor Ihnen und die haben sich sehr gut vorbereitet auf Ihren Besuch. Ich habe gehört, es gibt leckeres Bier und Meditee und da kann man ja kaum Nein sagen, oder? Okay, ich zeige Ihnen den Weg. Prima. Vielen Dank für das Gespräch.